Buh! Nicht erschrecken, aber Mahlzeit mal wieder. Bei der letzten Aufnahme ist irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung was. Aber die ersten Minuten meines Tons sind nicht aufgenommen worden und dafür aber auch dann als Ausgleich später die letzten Minuten des Bildes nicht mehr aufgenommen worden. Das hinten raus ist in Ordnung, da hört man mich reden, das ist legitim. Aber ich wollte jetzt mal ganz kurz hier noch einen kleinen Einblick geben in das, was ich vorher gesagt habe. Und insofern, ja, kommen wir jetzt mal wieder auf das Video und den zweiten Teil von The Mouse and the Spirit. In diesem Sinne, ich hoffe, ich kriege das hin. So, dann wollen wir mal gucken, was ich hier alles nicht gesagt habe. Das Spiel der Maus, keine Frage. Wir spielen weiter im zweiten Teil, wo ich aufgehört habe. Quatsch, im ersten Teil, wo ich aufgehört habe. Und ganz ehrlich, es war nichts Aufregendes. Juri. Ich habe mich ja schon gefragt, wo die ganzen Glühbirnen sind und es wird nicht einfacher, kann ich euch sagen. Man kann schon sehen, 1,24 habe ich gespielt. Ja, so. Oststraße. Ach ja, wir hatten das Herz, mussten das einsammeln, ne? Das machen wir jetzt. Yay! Genau. Also Speichern hat funktioniert, wunderbar. Ich habe mal geguckt, nee, habe ich gar nicht, weiß ich nicht. So, da war das, was wir an Freude eingesammelt hatten. Ich habe dann festgestellt, dass man hinten wieder dieses Schild zum Beispiel mit Blitzdings, ich habe gespoilert, aufnehmen kann. Und insofern, naja, passt schon. Also ich rede jetzt so lange dummes Zeug, bis der Ton wiederkommt. So ungefähr jetzt. Da komme ich doch irgendwie. Hier kam ich hoch. Wenn ich mich recht erinnere. Ah, die haben jetzt, sind die alle wieder aufgeladen jetzt oder was? Okay. So, hier bin ich schon mal. Okay. Ich will aber da hoch und dann da irgendwie da hinten habe ich doch eine Birne gesehen, eine Glühlampe. Mann, Erik, keine Birne. Birnen gibt es im Obstladen. Habe ich von meinem Papa gelernt. Ja, die sind alle wieder aufgeladen, ne? Also ich kann jetzt hier noch mal richtig Strom holen, ne? Energiesammler plus 15 XP, warum auch immer. So, die beiden hatte ich ja wieder ans Laufen gekriegt. Ja, wie kommt man da die Glühbirne da oben? Über den Kasten da hinten vielleicht irgendwie. Ich war da oben drauf. Okay. Ja, nee, lass mal, das will ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal da. Hoch. Ich kann hier echt wieder alles einsammeln, ey. Ja, dann machen wir das doch.
Ist wahrscheinlich jetzt für euch wieder langweilig, aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Guckst oder lasst es, ne? Take it or leave it, oder wie sagt man im Englischen, ne? Ach ja, die war ja auch noch. Verdammte Axt, ey. Ja. Hier geht's alleine hoch. Da oben. Okay. Weiter hoch? Ja, ging es. Da drüben ist auch noch eine Glühbirne. Boah. Alter, ich dreh durch, ey. Aber das ist schon cool gemacht mit diesem System jetzt hier, dieser Transport. Das ist schon witzig. Nee, ich bin zu tief. Scheiße. Hier ist gar nichts. Oh, ich sehe nichts. Mann, ey. Sowas wurmt mich ja, wenn ich hier nicht so... Springen kann ich auch nicht, ne? Sammle die Freude ein. Ja. Nein, komme ich nicht hoch. Ja, wie kommt man auf den Balkon? An den Büschen hochklettern kann ich ja, glaube ich, nicht, ne? Nee. Da hinten ist eine Balustrade. Ich drehe schon den Kopf hier mit hin und her. Wo war diese blöde Lampe denn jetzt? Wo die Birne drauf war? Ach, guck mal, auch noch. Da ist die Lampe. Aber von da komme ich nicht dran. Also muss ich noch mal ganz auf die andere Seite, nicht wahr? Nicht wahr? Ah, okay. Toll, da wäre auch noch was gewesen. Ach, nehmen wir dies hier noch mit. Upsa. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, aber ist ja auch egal. Ja gut, wenn wir... Hier sind... Ey, wo man hier überall noch drauf kommt. Und ich check das nicht, ey. Mann. Hier war ich doch gerade, oder nicht? Nee, hier war ich noch nicht. Der ist auch an. Alter, wo bin ich jetzt? Auf der anderen Seite wieder. Ja, die hatte ich doch auch schon versucht. Und nicht gekriegt. Nicht bekommen, nennen wir es mal so, nicht wahr?
Guck mal, da wäre ich ja sogar auf der richtigen Seite. Aber ich verzweifle. Soll ich das Spiel erstmal einfach weiterspielen? Nein, ey. Was ist denn da oben? Kommt man da hin? Ja, kommt man. Oh, okay. 26 von 137. Ja, das ist ja das, was ich sage. Ich glaube, so ein paar muss ich noch finden. Ich komme nicht weiter. Ich komme ums Verrecken nicht weiter. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich da hinten auf dem Balkon... Ja, vielleicht komme ich da ja noch drauf. Also vielleicht ist das ja noch alles hier gar nicht... Ja, hier war ich ja gerade schon. Da unten habe ich ja noch eine gefunden. Okay, nein, ich mache jetzt erstmal weiter. Ich nehme jetzt die Freude und bringe sie zu... Wie hieß er nochmal? Lumios? Lumion? Okay, 20 XP plus. Shake it, baby! Eine Fernsehmission begonnen. Hä? Maus! Geschafft, diesem alten Mann zu helfen. Kommen wir jetzt zu mir beim Süd. Kommen wir zu mir beim Südplatz. Was ist das für ein Deutsch? Zum Südplatz. Ach, hier war eine Karte. Die Karte sieht übrigens scheiße aus. Kann man nicht anders sagen. Steht doch irgendwo Südplatz. Da, ne? Ja. Hm, okay. Südplatz! Willkommen daheim. Naja, daheim nicht, aber... Wo war denn dieser Knilch nochmal? Oh, Glühbirne. An die ich wieder mal nicht drankomme. Ey, das ist doch... Die wollen mich verarschen. Die wollen mich echt verarschen. Und gibt es hier noch irgendwelche Fähigkeiten, die ich irgendwie noch entwickeln kann oder so? Dass ich da dann hochkomme? Und da komme ich von der Mauer dran, ne? Aber hier... Oh, guck, das kann ich ja alles hier noch... Dingsblitzen, nennen wir es mal. Dingsblitzen, ne? Na, welcher Film? Ganz schwierig, Erik, ganz schwierig. Geblitzdingst. So, Blitzdingsen. Nicht Dingsblitzen. Blitzdingsen. So, guck mal. Da, in dem Brunnen ist auch noch eine. So, da. Es lässt mir keine Ruhe, sowas. Yes, das war doch was.
Großes. Ich denke mal, ich muss noch irgendwas, irgendeine Fähigkeit muss ich noch entwickeln, kriegen, dass ich das auch wieder kann. Oh, oh, guck mal. Ich glaube, das war der schnellste Weg, ne? Hoppala. Ja, das war der schnellste Weg. Ist ja schön, dass ich mir was gemerkt habe. So. Wenn das so scheitern würde, na hallo? Wie anfangen? Womit? Aha. Ist schon süß gemacht. Ist das hier wie bei Tim Thaler? Er saugt mir meine Freude aus. Klaut mir das Lächeln. Tim Thaler kennt keinen Arsch mehr, glaube ich, das war. Also nehme ich sie. Kraft! Okay. Ich kann sagen. Ja, das ist dein Problem. Dem ich weiß, was zu tun hast. Oder ich brauche mehr Freude. So wird etwas kommen. Dass die Kühlings von Santa Clara einzigartig sind. Ich hätte sie dieses faule, schläfrige Dörfchen im Süßgebiet gemacht, aber Schande, wenn du mich fragst. Kaum zu glauben, dass du kleine Ahnung aus demselben Funk des mächtigen Schöpfers stammen sollen wie ich. Okay. Über den Quartier werde ich führen, sobald du wieder in der Straße bist. Übrigens siehst du den Brunnen da unten. Kann man deinen Kühling erkennen, schauen nach, was er da macht. Was? Arbeiten und die helfen. Er sieht aus wie ein Polizist. Ein Flieg, ein Gendarme. Ich erinnere mich, ich weiß, dass das so ein Flieg ist. Wo soll ich denn ansehen? Ich mache aber die verlassen mich natürlich. Missionstagebuch aktualisiert. Über welchen deine. Ich bin keine einfache Maus mehr. Ich bin die Girlande und die Glühwein. Okay. Wie kann ich nochmal mein Missionstagebuch. Escape, achso. Das Mädchen und die Hausarbeit. Verfolgung, hä? Das hilft immer so, wir haben Freunde. Doch, wo wir auf 0 von 1? Was? Okay. Da ist noch so ein Blitzdingser. Eimer. Und hier, ach du, jede Menge. Oh, oh. Palim, palim. Hallo, Nicole. Da hinten. Ja, leck mich fett. Das gibt's ja gar nicht, ey. Die sind aber auch. Geht zu Kishine in die Südstadt? Verbesserung verfügbar. Geht zu Kishine? Wer ist Kishine? Geh zu Kishine in die Südstadt. Ich bin in der Südstadt. Diese Musik mit singender Säge dabei auch noch dann, ne? Also das ist schon echt witzig.
142, das ist die, da ist ja wieder die Ost. Ich bin ja jetzt in der, ich bin auf Süd, oder nicht? Ich habe nur keine Ahnung, wer die Schiene ist. Habe ich die schon gesehen beim ersten Mal? Habe ich irgendwas verpasst? Quick. Mhm. Oh. Scheiße, wer ist die Schiene? Ich bin doch in der Südstadt, oder nicht? Südplatz, Südstadt. Ist das ein Unterschied wahrscheinlich? Vier von 24 habe ich hier gefunden. Ach, guck mal, da wird sogar, ist das traurig, ey, angezeigt, wie viel Glühbirnen ich schon gefunden habe. Ach, und dem sollte ich ja... Das ist Kischine. Ah, oh, hallo Maus. Ich habe dich vorhin vom Müll fallen sehen, das war vielleicht ein Sturz. Das wurde, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ah, wo sind da meine Nieren? Bitte lass mich nicht mehr vorstellen. Schiene und ich bin dafür verantwortlich, mich um diesen wunderschönen Brunnen zu kümmern. Ja, da gibt mir aber die Glühbirnen darunter, die Pfeife. Wegen des Gewitters. Das ist ein Genitiv, bitte. Die Glühbirnen von den Geländern am Brunnen waren im Dorf verteilt worden. Was für eine Tragödie. Du scheinst heute Nacht schon ziemlich viel zu tun zu haben. Glaubst du, du könntest mir die Glühbirnen zu finden, die im Dorf verteilt sind? Ich bin schon fleißig dabei. Ja. Der Klär ist zu groß und diese Glühbirnen können sich ziemlich gut verstecken. Hättest du ein paar Glühbirnen gefunden, packen wir sie dorthin zurück, wo sie hingehören. Aha. Schon kommt Licht ins Dunkel. Upgrades! Upgrade! Kann ich nicht kaufen. Okay, kaufen wir Karte des Südplatzes. Jetzt ist sie gerade im Gebiet für dich sichtbar. Du kannst auch sehen, wie viele Glühbirnen sich darin verstecken. Habe ich vorhin schon gesehen. Ziemlich praktisch, nicht wahr? Ja, geht. Klar. Wenn du fertig bist, kannst du den Laden mit X verlassen. Aha. Ja, komm. Logisch. Ja, bitte. Öffne deine Karte und teleportiere dich zu mir. Wie viel habe ich denn? 240. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich... Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Spart man, glaube ich, eine Menge Zeit, ne? Ja, bitte. Ja, danke. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? Ist aber auch eine Schweinerei, dass der das alles irgendwie für Scheiß und Geld verkauft, ne? So, ich habe glaube ich alles erhalten, was ich... Fotomodus. Karte des Südplatzes. 40. 30. Oh, wunderschöne Bilder. Ich bringe die Filter aus und hab Spaß. Nee, habe ich ja nicht. X. Das ist mehr Belohnung, wenn ich im Handel gegen Energie für dich haben. Mhm. Aber habe ich doch. Ich kann doch schnell reisen. Okay. Ja, das ist richtig. Okay. Wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Okay. Okay, weißt du was? Komm, wir spielen mal weiter.
Das ist echt so ein Spiel, da kannst du dich so einfach so bock, setz dich hin und spiel das mal. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie ich in die Nordstadt komme. Ach, ich gucke mir mal die Map an jetzt nochmal. Jetzt sieht das doch schon eher, das ist dann wahrscheinlich da Nordstadt. In die Nordstadt komme ich über die über die Oststadt. Die Weststadt habe ich noch gar nicht. Guck mal. Da. Muss ich hin. Sophies Schlafzimmer. Also den Opa habe ich schon mal glücklich. Michel aus Lönneberger. Fein. Fein, fein, fein. Nordstadt, guck mal. Ja. Ja, na klar kann ich das spüren. Aber fertig, also das Ding. Keine Sorge, wie groß ich aber werde ich den Weg weisen. Hotel Eclair. Der nächste Mensch befindet sich am Ende der Straße. Ende. Entschuldigung, ich war gerade geistig schon ganz woanders. Ich bin wieder so ein bisschen. Oh, da ist ja das. Ja, toll, ey. Position hier so ein bisschen ändern. Ja, ich zähle auf den Fall. Wenn man nicht die ganze Nacht. Mach doch selber deine Scheiße, ey. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich richtig. Kann ich hier wieder alles einsammeln oder ist jetzt alles wieder normal? Normal. Okay, dann geht es auf. Nee, guck mal, da kann ich doch. Energy! Und hier? Energy! 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 Alter, ich kaufe dich leer, ey. Das gibt's. Ach, guck mal, je größer, umso mehr Energy gibt es auch. Ne? Also, das ist natürlich klar, das ist natürlich, das Spiel wird da natürlich ultra lang durch, weil man hier jeden Scheiß einsammelt. Oh, mir ist schon jetzt schwindelig, ey. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Und da hinten erst recht. Wieso ist denn da? Wo kommt das denn? Das war doch vorher noch nicht und überhaupt. Na gut. Wo geht's denn da lang? War ich da schon? Karte! Ich habe hier eine Karte. Ah, da komme ich in die Notstadt wahrscheinlich, ne? Mich da in die Nordstadt. Nö. Wo bin ich? Das ist der Hinterhof von der Ost. Hier muss ich bestimmt auch noch was machen gleich. Aber sammeln wir doch erstmal Energie. Captain Jean-Luc Picard. Energie. Die Energie war Dingens, ne? Captain Quark. Ich will eine Glühbirne. Gebt mir sofort eine Glühbirne.
Achso, der springt da so hoch. Hier war ich doch auch schon. Upsa. Mhm. Ich sammle hier jeden Scheiß. Es ist mir kackegal, ob ihr das toll findet oder nicht. Könnt ihr ja selber sammeln gehen. Es ist mir auch kackegal. Hopp, hopp, hopp. Werdet hier Love Galop. Hopp, hopp, hopp. LOL. Max Giermann als Jorge. Lass mich mal raten. Nee, doch nicht. Ach, hier war ich auch schon. Ja, doch, doch, doch. Hier war ich schon drin. Ich erinnere mich. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen laufe Galopp. Über das Dock und über das Deine. Aber dann brieche dir nicht die Beine. Hier war, glaube ich, auch eine Birne. Lampe. Ja, wir brauchen die ja, die Energie, ne? Da geht's hoch. Ne, komm, jetzt gucken wir uns erstmal. Jetzt bin ich nicht mehr so egoistisch und gucke mir erstmal an, was ich jetzt hier marke. Hm, muss. Die musste ich aber noch mitnehmen, ne? Und nur noch 4 Meter. Hier oben war ich doch auch. Aber bin ich denn da auf den Balkon gekommen? Oh, oh. Ah. Nein, Erik kommt hier nicht weiter. Es ist. Ah, Erik kommt hier doch weiter. Erik macht das gleich. Komm, wir holen uns erstmal einen neuen Auftrag ab. Spatze. Was denn? 11:45 Uhr, so spät arbeitet die noch. Geiler Monitor. Den würde einfacher sein. Allein, ach so, ja Gott. Ich lebe auch alleine und es ist einfacher. Ich kann es also nur sagen. Mama. Also nicht zu spät, sie kann mir jetzt nicht gerade helfen. Mutter? Diese Arbeit ist meine letzte Aufgabe des Jahres vor dem Abschluss. Ich muss unbedingt heute fertig werden. Das ist noch eine Viertelstunde, Mädel. Weil er fertig war, ich muss ja noch drucken, binden und der Kommission vorlegen und. Zack. Nicht schon wieder. Ich bin so müde, ich gehe ins Bett. Ich will ins Bett, aber ich muss fertig werden. Ich kann es kaum erwarten, mehr zur Schule zu müssen. Keine Hausaufgaben, nie wieder zur Schule. Keine, in dem Sinne, das klingt wie ein Traum. Hilft dem Menschen? Ja, ja, das ist schon klar. Und verloren, wie großartig. Technik. Tja, speichern. Speichern zwischendurch. Warum heute Nacht, warum? Moment. Das ist ja auch geil, wenn man ein paar Sekunden nichts macht, legt sich die Maus da einfach hin und puff, eine Runde. Zack, jetzt ist sie wieder wach. Nein, witzig. Einfach nur witzig, das Spiel, ey. So, ich hatte jetzt gesagt, ich kann hier oben doch was tun. Und zwar, wenn ich hier runterspringe. Da ist eine Glühbirne hinter. Guck mal.
Ach, das brauche ich ja gar nicht. Brauche ich nur da. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier hochkletter und hier rüber und das wegsprenge, hu, genau, dann. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hier geht's wieder hoch, immerhin. Nehmen wir. Oh, hier war ich auch noch nicht, ey. Nein, hier war ich noch nicht. Ping! Ich bin die ganze Zeit bei Monty Python, wenn ich dieses Ping höre. Oh, da ist hier auch der Apparat mit dem Ping. Das ist ja der aller teuerste Apparat im ganzen Krankenhaus. Ping! Oh, scheiße. Ah, ich wusste es! Ich glaube, man kann hier nicht sterben. Oh, das war auch gut so. Muss ich nochmal mit dir reden? Nein, habe ich doch gerade. Ja. Okay, hilft der Mensch in der Oststraße. Also jetzt muss ich was gegen den Stromausfall tun, ne? Ich muss doch da rüberkommen, verdammte Axt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Daher. Erik. Nein, nicht daher. Aber, oh, warte mal. Oh, ich habe so ein spezielles Bedürfnis, mich hier fallen zu lassen. Ja! Ich bin der Beste. Ich habe nur keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Dafür gehen wir mal ins Tagebuch. Neben Sophies Fenster ist eine Kipling-Box. Untersuche sie, um herauszufinden, was mit der Elektrik des Hauses ist. Ach so, guck mal. Ja, aber ratet mal, was ich gerade geschafft habe. Fucking Glühlampe, ey. Neben Sophies Fenster ist eine Kipling-Box. Da oben, na guck mal, wo wir hier sind. Herr, leck mich doch am Arsch, ey. Habe ich das gerade gesagt? Ja, habe ich gesagt. Stehe ich auch zu. Ja. Ja gut, wenn jetzt natürlich diese eine Box mit aktiviert ist, macht das natürlich auch Sinn. Knete. Nein, ich gucke erstmal hier. Oststraßenenergie plus 20 XP. Yes, baby! Nehme ich. Von hier aus kann ich nichts machen, ne? Nein. Da unten ist ja die Box, wo ich gerade rausgekommen bin. Also zurück. Zurück zur Box. Kipling Box. Okay, der hat was zu meckern. Dann wollen wir mal wissen, was. Lampe, da, ach guck mal, noch eine. Ostwohngebiet, möchtest du sie einschalten? Na klar. Haben wir. Hallo.
Legge. Na, geht so. Wäre nicht einsatzbereit, weil genau schon klar hin zurückbringen, nee, benötigt weggeschützt. Ja, danke, danke dir. Dankbarkeitsnachricht. Nachricht aktiviere KVS Kibbeling-Verfolgungssystem. Ah, okay, da hatten wir auch schon beim letzten Mal. Ah, drei diesmal. Und das war ja klar, ne? Das werden wahrscheinlich immer mehr. Das sind ja schon vier, drei, vier, fünf, sechs, Alter. Wenn du Hilfe bei der Suche nach Kibbeling brauchst, bieten wir Kibbeling Verfolgungsservice. Sprich uns darauf an. Danke. Sprich ihn darauf an. Warnung, Strom, Fehlfunktion, zu Betrieb, Postgebiet, 00 aktiviert. Gib uns zu Orten. Ja klar, warum nicht? Was? Weißt du was? Die finde ich selber. Scheiß drauf. Fix abbrechen. Ja, nicht mehr nutzen. Quatsch. Brauche ich nicht. Da gehen wir doch einfach mal hier an der Ecke. Was ist denn da? 5, 4. Ach so, das ist wieder die Trula. Nee, da drüben war ich nicht. Da wollte ich hin. Bin ich aber nicht gekommen. Ach, guck mal, da haben wir den ersten ja. Oh, das ist der Lumion, stimmt? Ja, von dir gehört. Ich traue diesem Lumion nicht. Das ist bestimmt ein Böser. Knoblauchkerbe. Ich vermeide das, wie lange in der Nähe aufzuhalten. Das ist nicht gut für meinen Grips. Nur wenn du eine Brille aufhast, bist du schlau, oder was, ey? Okay. Gerne. Herausforderung. Mögest du meines Intellekts für dich sein? Das ist mein erstes Rätsel. Ein dunkles Getränk, das in der Nähe verkauft wird und dabei hilft, zu Sinnen zu kommen, wenn man es am Morgen einnimmt. Wie viel kostet es? Kaffee. Sprich mit mir, sobald du Antwort hast. Schau dir dein Notizentagebuch. Nein, ich will das nächste Rätsel. Ja, es geht um Kaffee, das ist schon. Ja, ich guck mal in mein Notizentagebuch. Das war mit Escape. Okay, wir müssen rausfinden, was hier ein Kaffee kostet. Da wir in Frankreich sind. Scheißen Geld. Komm ich denn? Ich will da hinten unbedingt hin, ey. Aber da, ich kam ja hier nicht weiter, ne? Nein. Ich kam hier nicht weiter. Ich habe dann versucht, da oben. Aber da kam ich auch nicht weiter, ne? Oh Mann. Nee, ich kam ja schon hier nicht weiter. Ich habe dann gedacht, ich könnte so schräg springen oder so, aber geht auch nicht. Hier bin ich auf dem Balkon gewesen. Ach, da oben war ich dann. Ja, genau, da oben war ich. Ja, oh Mann. Ich muss mich mit dem Daumen noch dran gewöhnen. Da ist immer noch. Dass ich jetzt wirklich springen muss. Komme ich denn hier irgendwo durch? Da nicht. Da nicht, da nicht. Nee. Hm.
Keine Chance. Keine Chance. Nee, keine einzige. Muss ich erst wieder orientieren. No way. Mal gucken, was ein Kaffee kostet hier, wa? Den ich mir wahrscheinlich nie kaufen würde. Baba Michel, nicht ein Kaffee. Bei dem Michel. Ja, hier muss doch irgendwo ein Schildchen sein, wo drauf steht Kaffee. Zum Beispiel hier. Unleserlich. Stehen die Schild. Das ist aber blöd. Da oben ist eine Karte. Aha! Untersuchen! Kaffee, 1,45. Na, das war ja nicht so ganz schwer. Wie komme ich wieder raus? Escape. Ja, ich dachte ja schon mal. Also ich habe beim letzten Mal gedacht, es ist ja nur, was heißt nur ein Kinderspiel in dem Sinne. Aber es ist manchmal doch schon sehr weitläufig. Und inzwischen habe ich das Gefühl, mein Orientierungssinn lässt nach. Ich weiß manchmal nicht mehr, wo ich gerade schon gewesen bin. Ist mir jetzt mal aufgefallen bei Baby Blues Nightmare. Da habe ich, also normalerweise kann ich sowas ja wirklich, aber das war schon ein Kracher, wie ich mich da teilweise blöd verlaufen habe, aber richtig blöd verlaufen habe. Ja, klar. Ja. Korrekt. Wenn ich eine Preisliste lesen kann oder deswegen, ey. Selbstverständlich in einer Nische, über einem alten Brunnen. Das Datum von Santa Clara auf dem Ewigstein, mal oder was? Ich hab's doch neulich schon gelesen. Ich habe es doch neulich gelesen, beim letzten Mal. Da könnte ich jetzt natürlich nachgucken, aber das ist ja Quatsch. Gehen wir natürlich nochmal hin und gucken uns den Brunnen nochmal an. Und wo der Kishine. Da muss ich ja wieder in die Südstadt, ne? Dazu muss ich in die Südstadt. Immer in einer Nische. Ist das doch nicht das, was ich meine? Eieiei. Dann ist das was anderes. Hier ist eine Nische. Aber kein Brunnen. Nee. Ist doch anders als ich. Und nicht das, was ich dachte. Nein, da laufe ich aber im Kreis. Oder ist das. So, hier ist Michel. War ich hier nicht? Ich
will diese scheiß Birne haben da. Hier war ich schon tausendmal. Das ist aber auch kein Brunnen hier, ne? Nein, das ist ein Blumenbeet. Guck mal. Aber das ist ja keine Nische in dem Sinne, oder? Boah, ich bin jetzt echt verwirrt, muss ich wirklich sagen. War das nicht hier? Nein, war hier nicht. Place de la Fontaine. Das ist zwar hier richtig Place de la Fontaine, aber... da stand jetzt, was stand da jetzt gerade? 1250, aber das ist der Brunnen, wann der errichtet worden ist und nicht das... nicht das Dorf, also die Stadt Sainte Claire. Ihr seid doch schon wieder ein bisschen knifflig, ne? Ja, schon wieder alles. Kann ich wieder alles mitnehmen? Ja, komm. Machen wir doch. Gut, es ist ein Gerinne. Na, hier war ich ja gerade. Das sollte ich mal mitnehmen, was? So, da ist die Nische. Aber... lohnt sich ja sowas, ne? Allee du Puy, Nordstadt. Die habe ich ja sogar nicht am Schirm. Da oben. Ja, ja, ja. Komm, wir machen erstmal den einen fertig hier. Ja, guck mal. Ich konnte doch auch... ah, mit Shift war das, ne? Genau. Da ging das nicht ganz so hektisch zu. Von der 22, okay. 1, 2, 2, 2. Glühbirne irgendwo? Wo bin ich denn hier überhaupt? Wieso ist hier keine Glühbirne? Ich will hier sofort eine Glühbirne haben. Papp. Alter, was ist jetzt? Hilfe! Ich habe nichts gemacht, der lief einfach die ganze Zeit weiter. Okay. Hey.
Na klar. Immer. Da sind diese schwachsinnigen Sprüche immer so geil. Wie muss ich das machen? Ah! Ich hab was geschafft. Bam. Geil, ich gebe wieder Spiel. Das ist einfach nur cool. Ich glaube ja. Abpfiff. Tada! Bye bye! Och, die zählen als einer! Ja, beschiss ist das ja doch, oder nicht? Dann. Immerhin! So, was habe ich gesagt? 1222, ne? Hier waren ja noch mehr. Hier waren ja noch mehr. Aber alles mitnehmen, ne? Diese kleinen Lappen, ich jetzt keinen Bock drauf. Hier waren doch irgendwo noch so komische Blagen. Blöde Blagen. Waren die hier oben? Da, guck mal. Aha. So, dann wollen wir euch doch auch noch mal irgendwie. Ja, klar, Moment. Ich meine, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie das jetzt beim Zugucken ist, aber zu spielen macht das Spaß, weil ich gucke gerade und denke, verdammte Axt, du hast ja schon wieder fast eine Stunde rum, ey. Also insofern, wenn man abends viel Zeit hat oder nachts, ich kenne da bestimmte Leute, dann macht das bestimmt Spaß. Eins und dann fünf? Die drei oder vielleicht die acht? Mathe ist echt schwer. Okay. Na klar.
Okay, ein Geisterwächter? Genau, der bin ich. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Hier, eine Person für dich. Bleiben wir einfach hier. Okay. Du bist jetzt bereit, versteck mich, verspielen oder was? Na klar! Achso. Verschiedene Dinge hier im Garten. Wie erstmal nur oben? Wie oft muss ich die denn finden, ey? Lass das in dem Weg verstecken, verpasse ich meinen Schock. Aber sei vorsichtig, damit er uns nicht wehtut. Also sieh gut hin, bevor du schockst. Um zu gewinnen, musst du uns alle drei finden. Okay. That's not my business, man. Okay, das ist jetzt doch nicht ganz so schwer, wie ich gedacht habe. Also da, wo es wackelt. Okay, ja. Nur hier oben, haben sie gesagt. Also muss ja dann der nächste irgendwo. Ja, klar. Okay. Okay. Nein, ich habe, glaube ich, auch richtig nötig. Das ist richtig. Der so rumwackelt. Ja, bitte. Ja klar, komm Freunde, ich muss hier mal fertig werden. Ey. Ja, ja, haut rein. Ey. Verpfeift euch. Ich wollte nicht sagen, fährt Biestier im unteren Bereich des Gartens. Das ist dann hier. Denke ich mal, ne? Ja, wird wieder ganz schwer. Nee, das ist die Blume, die sich bewegt. Da sehe ich doch was, das sich bewackelt. Doch da hinten? Guck mal an, ey. Es ist ein Kinderspiel. Kinderspiel für mich sowas. Ja, bin ich. Tada! Dieses Geräusch, woher kenne ich dieses Geräusch? Das hört sich nicht an wie der Zong oder so, sondern... Ich hab's vergessen. Na, das hat sich ja gelohnt, würde ich sagen, wa? So, dann zurück und 1222 und dann haben wir diesen Teil auch fertig. Und dann brauche ich, glaube ich, wieder eine kleine Pause, weil irgendwie fangen gerade die Augen an zu brennen. Elektrisch kam ich hier nicht weg, ne? Jetzt muss ich nochmal überlegen. Boah, hier ist noch so viel zu holen, ey. Aber ich möchte am liebsten noch immer alles sofort, direkt. Na klar. Ja, mach doch. Ach so. Ja,
Ich hoffe, wir sehen uns wieder und viel Glück bei der Mission von heute Abend. Tada! Auf zur Box. Alter, Asche bis zum Abwinken, ey, leck mich fett. Also Energie. Captain Quark. Wenn schon, denn schon, ne? Do it, baby, do it! Die nächste Keeping Box braucht 4. Wie viele Boxen muss ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich sage, ich kenne das Spiel nicht. Also, ich weiß nur, dass es Spaß macht. Bam! Success! Das ist viel Erfahrung. Ich schicke aus der Tiefe meines Fehlkerns. Eine Glühbirne. Ja, das ist ja genau das, was ich haben wollte. Goodbye, World. Ich denke, das ist süß. Zerstörte Stromversorgung. Bis bald, Maus. Ping! Die aller teuerste Apparat im ganzen Krankenhaus. So, dann wollen wir mal gucken, was wir von der Lady für eine Freude kriegen. Ja, das ist richtig. Bald bin ich die Schule los. Das ist so... Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut es in der Schule wirklich ist. Es ist... Da leuchtet doch was. Ach, das ist die Reflexion von der... Ah, okay. Das Mädchen und die Hausarbeit. Also, Hausarbeit, das hört sich an so wie Spülen, Kochen, Küche putzen, Betten durchschlagen. Lauf ich? Ach komm. Alter, Schnurrhaare fest. Ja, schön, immer noch schönes Spiel. Südlands, kommen wir dazu, Lumia und Südlands, das habe ich gerade gemacht. Sammeln wir doch erstmal ein bisschen Klamotten, bevor ich wieder auf große Reise geschickt werde. War hier oben nicht auch irgendwo mal was? Konnte ich hier nicht auch? Nee, konnte ich nicht. So, ich werde jetzt an dieser Stelle hier diesen Teil beenden. Und dann steigen wir das nächste Mal. Ach nee, komm, weißt du was? Wir machen eben noch Lumion und wollen mal wissen, was hier zu sagen hat. Ich bin gut, natürlich. Horst Frank hieß der Schauspieler bei Tim Thaler damals. Und Tim Thaler war gespielt von Thomas Orner. Thomas Frank war der Bösewicht, der ihm das Lächeln geklaut hat. Abgekauft. Na klar kann ich das. Das ist aus dem Schneider. Den anderen Teil von Sand, wir können ja mehr im Start.
Ich weiß nicht. Norden! Aus dem Norden, aus dem Süden. Noch nicht. Wir haben die ganze Nacht Zeit, also schön, ich werde dir helfen. Get ready for takeoff. Winne! It really cuts the llama's ass. Upgrade, upgrade, upgrade. Willst du dich strömen in deinen Körper? Du kannst dich für eine kurze Zeit verwandeln und bestimmte Oberflächen durchdringen. Okay. Nutze die Kraftweise aus. Ich habe die Kraft verliehen in deinen Körper kurzzeitig. Nicht immer funktioniert die Steuerung so, wie ich das möchte. Pure elektrische Energie umzuwandeln. Und deiner physischen Form gibt es immer noch Einschränkungen. Aber damit kommst du durch Zäune durch und kannst die Nordstadt erreichen. Ich war vielleicht zu streng bei deiner Beurteilung. Aber, ja, guck mal, wird doch ganz nett. So in der Art. Wir sind noch lange keine Freunde. Wir sind noch lange nicht so weit. Wir sind noch lange keine Freunde. Wir sind noch lange nicht so weit. Danke für nichts. Für dich bin ich zu essen. So. Wir sitzen jetzt hier oben und ich werde jetzt hier diesen Teil beenden. Gepflegt, keine Ahnung, auf den Balkon gehen. Nein, Quatsch, es regnet. weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich mache noch einen zweiten Teil heute. Halbe Stunde Pause, bisschen Erbsensuppe essen mit Bockwürstchen und dann geht's wieder weiter, gestärkt. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch auch so Spaß gemacht wie mir. Wie gesagt, ich finde das Spiel einfach toll. Es ist harmlos. Es ist so einfach, wie gesagt, FSK 0. Ich kann es nochmal sagen. Gratis bis zum 3. Oktober auf Steam. Das ist wahrscheinlich, wenn dieses Video veröffentlicht wird, heute. Ladet es euch runter. Ich kann es auch nicht streamen. Was erzähle ich? Epic Games. Mann, Epic Games. Trotzdem immer noch gratis. Also runterladen, selber spielen. Ich habe es mir in die Bibliothek gepackt. Man kann es da ja nur liegen lassen und irgendwann installieren, wenn man Bock hat. Aber gratis auf Epic Games. Mega. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.